Hallo. 1A Gewinner, spreche ich mit Herr Egon Mader? Ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Schön, dass ich Sie erreiche zuerst mal, Herr Mader. Und zwar, Sie hatten sich am 13.19. bei einem Preisausschreiben von Rewe sich beteiligt. Können Sie sich noch daran erinnern? Von Rewe? Ja, für einen Wertgutschein. Gutscheine sind immer gut. 1000 Euro Wertgutschein. Habe ich das gewonnen? Ja, Sie haben das gewonnen, Herr Mader. Ich habe erfreuliche Nachrichten für Sie. Den Gutschein habe ich den gewonnen, wirklich? Ja, Sie haben das gesichert auf jeden Fall. Oh, das traumhaft. Heißt, wir haben noch andere Preise, ja? Oh ja. Also Sie sind rund von 30.000 Teilnehmern unter den letzten 20 Endfinalisten mit dabei. Oh. Also bei der Großfinalziehung und die heute in 3 Monaten stattfinden wird. Ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal im vielen Voraus. Vielen Dank, ja? Junge Frau. Vielen Dank. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja also, großartig. Das ist Ihr Glück. Vielen das ist Dank. Ihr Glück, Herr Mader. Vielen Dank. Nicht zu danken, das ist Ihr Glück. Ich habe ja nichts gemacht. Ja, Sie teilen mir das ja mit. Ja, da haben Sie recht. Das ist ja meine Aufgabe. Ja? Das ist toll. Das ist meine Arbeit, Herr Mader. Das ist sehr schön. So. Sind Sie der Glücksbote? Ja, das ist... Ja, kann man sagen. Sehr Glücksbote. Schön. Ja. So, Herr Mader, ich wurde beauftragt, Sie zu informieren natürlich und auch abzufragen, was Sie bei den Hauptpreisen bevorzugen werden. Weil wir 20 Finalisten und 20 Preise haben. Das heißt, Sie sind schon ein Gewinner, ja. Nur die Platzierung steht noch nicht fest für Sie, ja? Ach so, das entscheidet sich jetzt quasi nicht mehr ob, sondern nur noch, was man gewinnt, richtig? Genau, weil wir 20 Finalisten und 20 Preise haben. Also keiner geht leer aus. Im schlimmsten Fall haben Sie diese Rewe-Einkaufsgutschein in Wert von 1000 Euro. Ach, das ist nur der schlechteste Preis. Genau, der schlechteste Preis wäre eine Wertgutschein in Wert von 1000 Euro, ja? Ja, das habe ich verstanden. Und super. Was gibt und das denn noch? Ich erkläre es Ihnen gleich. Der ja erste Preis wäre ein BMW M3 Coupé oder 102.000 Euro in bar. Was würden Sie bevorzugen, wenn Sie Erste werden? Auto oder Bargeld? Das ist ein Auto, nicht wahr? Also, bei der erste Preis haben wir 2 Geschenke. Entweder ja ein BMW M3 Coupé oder 102.000 Euro. Welche würden Sie bevorzugen? Ich glaube, Geld ist ein bisschen inflationssicherer. Da würde ich doch das Geld nehmen. Gerne, habe ich dann so eingetragen. Ja, danke. Der zweite schön Preis, gerne. Und der zweite Preis wäre ein Audi Q3 oder 55.000 Euro in bar. Was sollen wir bei dem zweiten Preis eintragen, lieber Auto oder Geld? Ja, ich möchte doch gerne das Geld nehmen, bitte. Auch wieder Bargeld? Ja. Der dritte und letzte Preis, Ihre Entscheidung. Ist die Einbauküche der Marke Siemens oder ganze 20.000 Euro in bar? Brauchen Sie eine Küche oder lieber auch wieder Bargeld? Ich glaube, da wird sich meine Frau sehr drüber freuen. Nee, nicht ja, wahr? Brauchen Sie denn eine Küche, Frau ja, Herr Mader? Wir könnten die schon gut brauchen. Ich weiß, eine also Küche sollen ist wir ja schon Lebensstandard im ja Prinzip. Ach so, okay. Dann können wir dann bei der dritte und letzte Preis eigentlich die Küche eintragen, oder? Ja, das klingt sehr gut. Das ist ein guter Vorschlag, den Sie mir da machen. Okay, dann trage ich hier die Küche für Sie, ja? Wenn ja, Sie dritte werden. Bitte. Und der vierte Preis 10.000 Euro, der fünfte Preis 5.000 Euro in bar, Herr ja Mader. Und die Preise 6 bis 20, das sind diverse Gutscheine im Wert von 1.000 Euro in ja Form von Reise, Rewe, Netto, Amazon, Mediamarkt oder Saturn-Gutscheins, je nach Platzierung, ja, Herr Mader? Also das kommt dann so auf den Platz an, das kann man sich nicht aussuchen, richtig? Leider nicht, das ist eine Glückssache, Herr Mader. Ach, oder Unglück, je nachdem, nicht wahr? Ja, Unglück kann man nicht sagen, weil keiner geht ja leer aus. Im schlimmsten Fall haben Sie die 1000 Euro in der Tasche. Naja, wenn das jetzt ein Laden ist, wo ich ja im Prinzip ja gar keine Filiale hier habe, dann ist ja, kann ich das ja gar nicht verwenden. Wo leben Sie denn? In Baden-Baden? Ja. Haben Sie da keinen Mediamarkt, kein Amazon, Netto, Rewe, Reise, also eine Reise...
wo Sie Reise kaufen können? Ach, Reisebüro, das hatte ich gar nicht verstanden. Reisebüro, Rewe, haben Sie kein Rewe bei sich oder Netto, Nein. Amazon, zum Beispiel über Internet oder Mediamarkt, haben Sie kein Mediamarkt? Ja, Bestimmt, Mediamarkt gibt es ja überall. den haben wir. Ja, die haben da im Prinzip einen Also, sehen Sie. Kindergarten abgerissen, um das zu bauen. Oh je, okay. Ja. Vielleicht waren bei dieser Ortschaft wenig Kinder. Kann das sein, Herr Ja, jetzt Mader? sind da keine mehr. Die haben das hier alles platt gemacht. Ja, aber vielleicht war in diesem Kindergarten wenig Kinder. Kann das sein in dieser Ortschaft? Ich bin ja aus dem Alter schon ein bisschen raus. Ich habe mich da nicht so oft aufgehalten. Ich kann die Ach Frage so, jetzt ach nicht ehrlich beantworten. so. Ach so, okay, verstehe. Also Ja. das müsste einen Grund haben, wenn Sie den Kindergarten rausgerissen haben, ja? Ja, in Ordnung. Also, allein bei diesem Gespräch bleibt es natürlich nicht. Sie Ja. werden auch Post erhalten, ein Begrüßungsschreiben, da ist noch ein kleines Geschenk mit dabei, Oh. und zwar einen Reisegutschein für Sie, den Sie sich selbst aussuchen dürfen, Oh. entweder für 4 Tage nach Paris oder nach Norditalien, jeweils für 2 Personen. Wo würden Sie gerne hinreisen? Lieber Ist Norditalien, Gardasee oder Paris? ja doch an See, bitte. Lieber Gardasee, ja? Ja. Habe ich dann so eingetragen, und zu dieser Reise habe ich noch kurze Informationen. Ja. Das ist 2 Jahre gültig. Wenn Sie nicht fliegen oder reisen können, können Sie das auch gerne übertragen, oder Sie können das auch gerne über eBay verkaufen. Diese ist auf jeden Fall 400 € wert, ja, Herr Marder? Ja, 400 €. Wert, ja, wenn Sie das Ja, verkaufen. sehr So, gut. und diese Reisegutschein bekommen Sie mit dem Begrüßungsschreiben in 8 bis 10 Tagen per Post an die Adresse an der Bildeiche 27 76534 Baden-Baden, richtig? Ja, wenn Sie das sagen, dass Sie das schicken. Ja, ist das die Adresse von Ihnen? An Ja, der das ist meine ist das, ja. Bildeiche 27 76534 Baden-Baden. Ja, richtig. Sind Sie da schon mal Und gewesen? in Gesundheit. Entschuldigung, Herr Marder, ich bin ein bisschen erkältet. Ich muss zwischendurch mal husten ab und zu mal. Ich Ja. bitte um Verzeihung, Sie ja? gehören ja ins Bett, junge Frau. Was ist denn da los bei Ein Bi Ihnen? ja, ich hatte schon eine Woche krank, aber die Husten ist immer noch da, Das ist leider. ja schrecklich. Dabei ist das. Wo sitzen Sie denn? In Hamburg, Quatsch, Hannover. Hamburg-Nover. Nein, 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 Hannover. Wie haben Sie denn den Sturm gestern da erlebt? Sturm? Ja, da ist doch das Unwetter gewesen. Also war nicht so schlimm. Ist bei Ihnen nicht so schlimm gewesen? Nö, Ah, es ist nö. ja sehr gut. Nicht, dass da die Telefonmasten umknicken. Nein, um Gottes Willen, Herr Mader. Man hat ja immer so diverse Differenzen mit denen, ne? Ja, da haben Sie recht. Ja. So, kommen wir zu diesen Informationen kurz nochmals. Ja, bitte. Und zwar, Geburtsdatum wäre 3.4.51, ist auch richtig, Herr Mader? Ja, es hat sich nicht geändert. Ja, hätten Sie das ändern wollen, vielleicht? Ja. Der 1. April Okay. wäre besser gewesen. 1. April, okay. Ja. Okay. Und wann Wieso denn haben. 1. April? Naja, das ist doch der Spaßtag. Okay, da hätten Sie dann gerne auch Ihren Geburtsdatum, Ja, ja? natürlich. Vielleicht beim nächsten Mal, Herr Mader. Ja, ich werde mir Mühe geben. Ich habe 4. Dezember. Am 4. Dezember ist ja auch Ja, eine schöne Jahreszeit. ich bin ein Winterkind. Ein Adventskind sozusagen. Ja, kann man sagen, kann Ja, man auch so sagen. das ist ja schön für Sie. Da freue ich mich, wenn Ja. Sie damit einverstanden sind. Natürlich, wieso denn nicht, Herr Mader? Weiß ja Und nicht. zwar, Man kann ja in die Menschen ja. nicht reingucken, ne? Ja, da haben Sie recht. Ja. So, Herr Mader, jetzt kommen wir wieder zu Ihrer Information. Ja, Wie bitte. gesagt, was ich Ihnen heute schon versprechen und garantieren kann, ist, dass Sie nicht leer ausgehen werden. Wir Ja. distanzieren uns auch von Gewinnspielorganisationen. Das heißt, keine Zahlen, die Sie tippen, keine Lose, die Sie kaufen, und auch keine Mitgliedschaftsgebühren, die Sie bezahlen müssen. Ja, darf Sogar ich die einmal Lausgesetze. ganz kurz, ich müsste das Gulasch aus dem Ofen nehmen. Haben Sie ein Minütchen noch Zeit? Ich bin sofort Natürlich, wieder natürlich, da. Nicht, dass das natürlich, anbrennt. natürlich. Hallo?
Ja, Herr Mader? Entschuldigung, das musste sein. Ich bin nicht mehr der Schnellste. Haben Sie den Gulasch gerettet? Ja, das ist sehr gut Super. geworden. Können Sie kochen, Herr Mader? Ja, ich koche immer selber. Es ist ja nur noch Dreck im Essen drin, was man kaufen kann. Ja, Sie haben recht. Das ist immer besser, wenn man selber kocht, ja, Haben Herr Sie Mader? Und das jetzt neulich das schmeckt doch am besten. bei der Zeitung gelesen, dass die da jetzt H2O im Hackfleisch gefunden haben? Ja, vieles ist leider gefährlich. Ja, das Und besonders dieses, ich habe dieses H2O, da habe ich ja viel drüber gelesen. Das muss man das jetzt schon ins Fleischlein machen. Das ist ja, doch das ist natürlich Unverschämtheit. ungesund. Ja, Ja, Herr Mader, da hoffen da wir haben Sie mal, recht. dass das besser wird mit der Zeit. Ja, da haben Sie recht. Oh, mein Mann kann gar nicht kochen und das ist eigentlich gar nicht gut. Also würden Sie, weil wir haben das jetzt ja im Nachbar von mir hat das angefangen. Quasi so eine Unterschriftensammlung, dass das H2O in der Lebensmittelverarbeitung verboten wird. Würden Sie Ja, sowas das ist unterschreiben? natürlich. Ja, Wieso das denn ist nicht? Das gut. ist ja für unsere Gesundheit, Herr Mader. Auf jeden Fall, weil das Ja, H2O kann ja gefährlich werden. da machen Sie auf jeden Fall keinen Fehler. Das ist nur eine Unterstützung für unsere Gesundheit. Ja, achten Sie denn bei Ihnen beim Essen auch drauf, dass Sie da kein H2O zu sich nehmen? Ich passe schon auf, aber also bei vielen kann man ja nicht wissen. Ja, das ist besonders selbst Ja? im Trinkwasser soll das ja schon drin sein manchmal. Ja, Das da ist haben Sie ganz recht. schlimm. Zurzeit ist alles gefährlich. Da muss man immer aufpassen und lesen und informieren, ja, Herr Ja, Mader? das ist richtig. Und ich habe da auch schon überlegt, wenn das mit dem Geld funktioniert, dass ich mir so eine Wasserfilterungsanlage vielleicht kaufe, wegen den H2O. Ah, da haben Sie recht. Dann wollen Sie was für Ihre Gesundheit auf jeden Fall Ja, kaufen, ja? natürlich. Wir noch viel vor, Super, muss dann ja noch freue ein ich paar mich Jahre drauf. leben. Herr Mader, dann können Sie das ja besorgen. Bei Mediamarkt vielleicht. Gibt es die bei Mediamarkt? Weiß ich ja nicht. Da muss ich mal Können Sie ja nachfragen. nachfragen, Nach wenn so Sie einem, Ihren Wertgutschein bekommen, ja, Herr ja, nach so Mader? einem Im schlimmsten Fall. Vielleicht H2O-Filter. erzielen Sie ja die erste oder zweite oder dritte, vierte Preis. Ja, kann man ja nicht wissen. Ja, das ist richtig. Und das muss ich dann so einen So. H2O-Filter erwerben. Ja, wieso nicht? Ja. Können Sie. Und zwar, ich mache mal jetzt weiter, Ja, Herr Mader, bitte. zwischendurch. Wir distanzieren uns auch von Gewinnspielorganisationen. Das heißt, keine Zahlen, die Sie tippen, keine Lose, die Sie kaufen und auch keine Mitgliedschaftsgebühren, die Sie bezahlen müssen. Sogar die laut Gesetzgeber anfallenden Gewinnsteuern werden für Sie übernommen. Das heißt, egal welchen Preis Sie erzielen sollten, Ja. bekommen Sie Ihren Gewinn in voller Höhe, weil man gewinnt ja nicht jeden Tag, richtig? Das ist richtig. Wie viel muss man da So. denn bezahlen? Für was, Ja, Herr Mader? für die Frau Merkel. Für die Frau Merkel. Ja, Sie haben doch gesagt, es gibt da Steuern im Prinzip. Ja, aber das haben wir verhindert, indem wir dazwischen die Sponsoren eingeschaltet haben. Deswegen bekommen alle 20 Gewinner noch einen Sponsoren in Form einer Sponsorenzeitschrift für insgesamt 14 Monate, Herr Mader, die letzten 2 Monate gratis und nur ein Jahr kostenpflichtig. Und das heißt für Sie jetzt, Herr Mader, Ja. wenn Sie sich für einen Sponsoren entscheiden, ja, ich gebe Ihnen die Kategorien auch gerne mal weiter. Das sind an Kategorien TV, Computer, Wissenschaft, Autosport, Geschichte, Religion, Lifestyle für die Dame oder Frauenzeitschrift für Ihre Ehefrau, Nachrichten oder Finanzen, ja. Und welches Sie raussuchen, Ja. dieser Sponsor wird von Ihnen ganze Gewinnsteuern und Bearbeitungsgebühren übernehmen und damit Ja. machen die Sponsoren für sich auch selbst eine Werbung. Ja, Herr Mader? Ja, das ist sehr gut. Da habe ich das Ja, gewonnen. und welche Richtung lesen Sie denn gerne, Herr Mader? Das ist ja im Prinzip ganz unterschiedlich. Also, für welche Kategorie interessieren Sie sich? Zum Beispiel für Nachrichten oder Finanzen oder Frauenzeitschriften für Ihre Ehefrau, Ja, Lifestyle oder... haben Sie Verbraucherschutzmagazin? Oh je, das ist leider nicht dabei. Das Also kann ich mir gut vorstellen. wir haben nur begrenzte Sponsoren, die für Sie die Steuern zahlen, ja, Ja, Herr Mader? gibt es nicht so Von diesem viele Leute, die mit Ihnen zusammenarbeiten wollen?
Nein, es gibt nicht so viele Sponsoren, die gerne Steuern bezahlen möchten, ja? Ja, gibt es, ich Weil. kann mir das auch gut vorstellen. Also wenn ich, sag ich mal, so ein Zeitschriftenverlag wäre, dann würde ich ja im Prinzip auch nicht mit ihrem Telefonbetrug in Verbindung gebracht werden. Das wäre mir auch zu riskant. Ne? Wieso denn? Was ist dann Betrug? Ja, also ich kenne das doch alles schon. Wieso machen Sie denn mit, wenn Sie meinen, dass das ein Betrug ist, Herr Ja, ich Mader? wollte nur mal hören, was Sie so erzählen. Ich habe jetzt Ja, diesen wollen Monat. Sie uns umsonst die Arbeit machen? Lassen Sie Verstehe ich mich jetzt mal nicht. kurz sprechen. Ich Nein, habe jetzt möchte ich diesen. nicht. Dann gehen Sie Nein, doch jetzt sich bin mal ich eine ordentliche Arbeit aber ein bisschen suchen. verärgert. Ja, das ist Jetzt mir bin ich doch ein bisschen egal. verärgert. Ja, Sie sind live im Internet. Möchten Sie jemanden grüßen? Ja, Wen schöne denn? Grüße an An wen alle, denn? Herr Ah ja. Mader. Ja, An alle. ich soll Sie von Kreidebleich Also, 81 grüßen. Sie machen sich strafbar, das wissen Sie schon, Herr Na, Mader, ja? Sie haben doch bei mir angerufen und haben Ja, mich Sie haben versucht, das mich zu selber freigegeben, betrügen. Herr Mader. Sie haben doch Sie haben sich, versucht, mich zu Sie betrügen. haben Sekunden bei uns sich registriert für einen Rewe-Gutschein. Nein, und die Richtig? Zeit bin ich in der Sauna Natürlich. gewesen. Ja, Ich habe bestimmt, da bestimmt. Fotos, die können Sie bei YouPorn angucken. Nein, wollte sie wohl nicht machen. Die Frau hat wahrscheinlich zu viel H2O abgekriegt und ist da schwer geschädigt von.